Am vergangenen Wochenende fand in der Station in Berlin zum dritten Mal die Maker Faire, ein buntes Do-It-Yourself-Festival, statt. Wieder pilgerten an den beiden Tagen über 15.000 Besucherinnen durch die Hallen, um in entspannter Atmosphäre die vielen coolen Do-It-Yourself-Projekte zu bestaunen und auch gleich auszuprobieren. 900 Maker, Bastlerinnen und Bastler, Kreativköpfe, Querdenker und Technikenthusiasten zeigten an fast 200 Ständen auf dem Kreativfestival ihren Erfindergeist und auch manche Kuriosität und begeisterten so große und kleine Besucher mit außergewöhnlichen Ideen. Was ist denn Ihre Idee? Fragten wir am Stand der jungen Tüftler aus Berlin, Geschäftsführerin Franziska Schmidt. Ja, junge Tüftler bringt Digitalisierung in die Bildung. Und zwar das ganz auf eine ganz einfache Art und Weise. Bereits ab der ersten Klasse wollen wir Kinder durch Spaß und Begeisterung an Elektronik und Programmierung heranführen. Das geht immer übers eigene Projekt, übers Machen, übers Begreifen, übers Erfahren. Und das kann sehr niederkomplex sein. Also Kinder nähen zum Beispiel einfache Stromkreise und Superhelden-Capes mit LEDs und Sensoren. Oder Kinder programmieren auch schon sehr komplexe eigene Spiele. Was man hier zum Beispiel sieht, ist ein Spiel, das Kinder selbst programmiert haben in Scratch. Und die Kinder haben aber auch eigene Game-Controller dazu gestaltet und gebaut. Und dank dieses Makey-Makey-Game-Controllers können diese eigens programmierten Game-Controller in ihr eigenes Spiel eingebracht werden. Und die Kinder können so ihr eigenprogrammiertes Spiel mit den eigens gebastelten Game-Controllern spielen. Dann benutzen wir natürlich auch ganz einfache elektronische Bauteile wie diese Little Bits. Die sind magnetisch und so können Kinder auf eine ganz intuitive Art und Weise Bauteile zusammenbringen, Sensoren zusammenbringen, Schalter zusammenbringen und können so ganz einfach und intuitiv Stromkreise bauen. Und dann kann man natürlich ein eigenes Projekt drumherum gestalten aus Lego, aus Pappe, aus Papier oder aus was einem immer so in die Hände kommt. Wichtig ist eben, dass das eigene Projekt im Vordergrund steht und dass die Technik nicht Selbstzweck ist, sondern Ausdrucksmittel meiner Kreativität, dass ich es nutzen kann, um kreativ zu werden mit Digitalität und mein eigenes Projekt umsetzen zu können. Die nächste Maker Faire Berlin findet vom 25. bis zum 27. Mai 2018 im FEZ in der Wuhlheide statt. Interessierte Maker und auch Firmen können sich ab sofort mit ihren Projekten bewerben.